erstmal ganz herzlich willkommen hier auf meinem Beauty-Kanal gerade. Ich habe irgendwie gerade sehr, sehr guten Content, weil ich gerade meinen Black Friday-Haul drehe und ich habe gerade wahnsinnig gute Laune. Und zwar, es sind zwar noch nicht alle Items da, die ich eigentlich haben wollte, um sie euch zu zeigen, aber ich werde euch praktisch Bilder einfliegen lassen zum Ende des Videos. Und ich habe jetzt endlich so ziemlich alle Items da. Ich habe jetzt noch die letzten Rutsch von Beauty Bay bekommen, habe jetzt noch bei Nikia Joy Cosmetics bestellt und noch zwei Lieferungen von Colourpop stehen aus. Da weiß ich immer gar nicht, warum das so lange dauert. Also das dauert manchmal zwei, drei Wochen, manchmal vier Wochen, manchmal sechs Wochen. Das kommt halt vollkommen drauf an, wann ihr bestellt, wie groß der Andrang ist und so weiter. Ich habe jetzt auch einen Liquid Lipstick von der letzten Bestellung drauf, und zwar den Ofra Cosmetics It's My Ray Ray von der Kollaboration mit Madison Miller. Und ich muss sagen, das ist also eines der schönsten Nudes, die ich habe. Erinnert mich sehr an diesen Fenty Uncuffed, also praktisch diesen nagellackförmigen. Aber ich möchte auf jeden Fall heute euch meinen Haul bzw. meinen Beauty Bay und meinen Black Friday Haul allgemein sagen. Als Resümee vom Black Friday kann ich euch eigentlich sagen, dass ich wahnsinnig zufrieden bin. Ich habe wirklich tolle Items gefunden. Ich habe auch schon mehrfach die Huda Beauty Mercury Palette benutzt. Und Leute, ich bin einfach hardcore begeistert von der. Also ich habe ja nicht so krass Ahnung von Huda Beauty, weil wie gesagt, ich habe da jetzt noch nie wirklich viel gehabt, aber ich muss sagen, die ist wahnsinnig gut. Also ich habe jetzt heute allerdings nochmal eine Empfehlung für euch, falls ihr das noch findet. Und zwar ist es von Rival de Loop ein Liquid Eyeshadow. Ich versuche euch mal das zu zeigen. Der Liquid Eyeshadow in einer universellen Farbe. Und Leute, der ist wirklich so gut wie die Stila Magnificent Metals. Ich habe 5 Stück davon tatsächlich, weil ich tatsächlich schon einen halben fertig habe. Das sind halt natürlich Pigment. Ich versuche mal so nah wie möglich ranzukommen. Das ist ein Liquid Eyeshadow, der praktisch wahnsinnig metallisch rauskommt, sieht aber sehr, sehr gut aus. Ich habe jetzt mal versucht, den Hintergrund wieder mir gerade zu rücken, weil ich muss die Kamera etwas schräg stellen, damit ich praktisch hinten die Schubladen auf gerade Ebene habe. Manchmal klappt es, manchmal nicht, aber also wie gesagt, achtet da nicht drauf. Wie gesagt, meine Kamera ein bisschen gerade zu stellen, ist manchmal ein bisschen schwierig. Ich glaube, der Tisch ist irgendwie krumm. Und auf jeden Fall zeige ich euch jetzt mal die Items. Bist du noch nicht Abonnent meines Kanals, dann tu das doch bitte. Ist vollkommen kostenlos und ich würde mich darüber freuen. Ich habe jetzt noch, wenn ich dieses Video am Sonntag, also das Video wird jetzt am Sonntag für euch online kommen, als Part 2 von meinem Black Friday Haul, habe ich praktisch die 38. Schwangerschaftswoche beendet. Das heißt, ich habe dann noch 2 Tage Zeit. Bis praktisch 37 plus 5 müsste ich jetzt heute sein, genau. Und dann habe ich praktisch noch 2 Wochen. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Freundinnen von mir, alle aus dem Geburtsvorbereitungskurs, haben ihre Pöppelinos schon. Ich bin echt gespannt. Also es ist gerade echt total wie Rapid Fire. Also eine gute Freundin von mir, die hat jetzt ja schon seit 4 Wochen ihre Tochter. Ach, bezauberndes Mäuschen. Ich hoffe, dass ich die diese Woche auch gesehen habe. Dann, wie gesagt, eine andere Freundin vom Geburtsvorbereitungskurs hat jetzt auch ihren Sohn bekommen, der kleine Elias. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie er aussieht. Also mittlerweile habe ich ihn dann gesehen, weil ich ihn halt am Dienstag besuchen gegangen bin. Und ich liebe Babys, ich liebe Kinder. Ich habe nur selber irgendwie ganz spät welche haben wollen. Und jetzt bin ich 30 und kann es kaum erwarten, unseren Stöpsel in der Hand zu halten. Und ich zeige euch auf jeden Fall jetzt mal die Items, die ich gekauft habe. Der an Anfang macht von EYN, das ist praktisch diese Beauty-Eigenmarke, habe ich mir mal Beauty-Schwämme bestellt. Und zwar sind das solche. Das sind praktisch schon mit einer abgekanteten, mit so einer abgekanteten Kante, Rundung. Und zwar ist es so ein Mehrfachpack, das ist ganz süß. Das zieht er halt hier raus, wenn es rauskommt. Ich habe es jetzt leider hier aufgerissen, ja. Und zwar ist das praktisch so ein Duo-Pack mit 2 Sponges drin, sind super weich. Ich werde die aber jetzt nicht benutzen, um mein Make-up aufzutragen, sondern ich werde die benutzen, um praktisch mein Bake aufzutragen. Ich habe jetzt ein paar natürlich Empfehlungen für euch gehabt für Puder zum Beispiel. Ich habe immer noch wahnsinnig gern dieses Cody Airspun, das ist ja dieses hier. Ich habe das Jeffree Star Setting Puder, das ist auch sehr gut. Allerdings ist halt da einfach mal hardcore viel drin. Da sind wirklich, ich weiß nicht, wie viel ist da drin? 65 Gramm.
Bei Jeffree Star sind, glaube ich, nur 12 oder 18 Gramm drin für, ich glaube, das Doppelte an Geld. Und das ist halt etwas, was ich zum Beispiel jetzt in meinem Alltag jetzt nicht befürworten kann. Ich finde das Make-up heute wahnsinnig gut gelungen. Also, ich habe diese Palette dazu benutzt, und zwar die ColourPop Going on Coconut. Ich habe keine Lo Ahnung, Leute, warum ich so oft zu der greife, aber ich finde einfach die Looks, die daraus entstehen, so schlicht, aber so schön, dass ich echt sagen muss, wow, ja. Also, wenn ihr praktisch, ich habe noch ein paar Items noch bestellt. Wie gesagt, ich zeige euch die später. Das ist wirklich eine komplett neutral Palette. Also, habt echt keine Angst, nur weil der Trend zum Beispiel Richtung Hardcore irgendwie Schminkerei geht. Zum Beispiel auch sehr empfehlen kann ich euch die Soft Glam Palette. Die sieht bei mir halt hardcore zerstört aus. Das ist auch so eine Palette, ähnlich wie die Going Coconuts. Die Soft Glam habe ich jetzt schon lange und habe sie aber jetzt nicht so oft benutzt, weil sie jetzt nicht gerade in der Zeit. Ich habe jetzt auch wieder meinen Hourglass Bronzer. Also ich muss sagen, ich habe ja jetzt schon Hit the Pan bei dem. Ja, seht ihr, das ist Gitter. Und ich habe den jetzt mal wieder rausgekramt und ich muss sagen, das ist einfach der beste Bronzer, den ich je in meinem Leben je benutzt habe. Der ist einfach perfekt, der ist luminous, der ist nicht so halbtot matt. Und wie gesagt, ich habe auf den Wangen einen wahnsinnig schönen Highlighter, und zwar diesen hier. Das ist der Luna Beauty Highlighter. Auf Luna Beauty gab es unglaubliche 50% auf das gesamte Sortiment, was er hat. Und ich fand das erst ein bisschen komisch, weil, also, ich meine, Manny MUA ist natürlich nicht jedermanns Cup of Tea, das weiß ich ja schon. Aber ich muss trotzdem sagen, oh wow, also es sah wirklich so, so gut aus in seinen Reviews damals. Und ich habe halt gedacht, ich kaufe mal zwei Farben. Ich habe jetzt hier einmal die Farbe Venus. Das ist praktisch dieses Champagne. Das trage ich auch nochmal im Inner Corner für euch auf. Und dann habe ich jetzt hier so eine Mischung aus Venus und diesem Rosé, ja. Und ich muss sagen, also das Packaging, Leute, es ist so richtig, richtig hübsch. Ich zeige euch hier jetzt auch noch ein paar Bilder. Ich habe die abfotografiert nochmal so bei einem Flashlight, damit ihr sehen könnt. Das ist so eine richtig tolle Muschelschalenoptik. Das ist einfach wahnsinnig hübsch. Und die hat eine wahnsinnig cremige Textur. Ich habe auch hier noch ein paar Swatches für euch. Und ich muss einfach sagen, das ist so ein toller Highlighter. Den kann man wirklich ganz hart, hardcore aufbauen und nicht so hardcore. Also da bleibt euch echt die Spucke weg. Also es ist wirklich ein wahnsinnig schönes Produkt, ja. Und ich muss sagen, ich bin eh also eine Highlighting Queen. Also ich mag zum Beispiel Highlighten wahnsinnig gerne. Ich mag es mittlerweile eher so zentriert, sogar hier so ein bisschen. Da, ich habe natürlich durch die Schwangerschaft andere Haut bekommen, aber wie ihr seht, ist meine Haut noch relativ in Ordnung. Hier habe ich halt starke Textur. Das sind aber jetzt ehrlich gesagt keine Pickel, sondern einfach Hautklümpchen und irgendwas. Das ist natürlich jetzt nicht so, wie dass ich praktisch das jetzt exfoliaten müsste und das praktisch dann ausreichen würde. Das sind einfach so Hautunebenheiten, die habe ich jetzt schon Ewigkeiten. Die sind vielleicht auch durch die Teenagerzeit gekommen, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die sind wahnsinnig schön. Die waren von 30 Euro auf 15 Euro das Stück. Und ich war einfach so geflasht, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe beide, weil dann muss ich mich nicht entscheiden. Dann nehme ich die natürlich beide mit. Und dann kommen wir für mich zu der, ich glaube, schönsten Palette, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und zwar der Moonspell Palette von Luna Beauty. Weil ich sie euch halt so schlecht zeigen kann, ja. Habe ich hier für euch ein paar Pictures, weil ich dachte, ich fotografiere das euch mal ab. Und zwar, die Moonspell Palette kommt in einem Art Bookshelf. Also es sieht aus wie ein Buch, seht ihr das? Leute, ich habe noch nie so ein schönes Packaging gesehen. Also es ist wirklich wahnsinnig schön. Ich war ehrlich gesagt so geflasht vom Inhalt. Diese Palette ist so viel schöner, wie ich sie überhaupt im Kopf hatte. Ich werde darüber definitiv eine Rückmeldung geben. Also, da sind wirklich irre schöne Shades drin. Also, echt heftig. Ich finde sie unglaublich gut, unglaublich schön. Also, ich weiß, dass Manny MUA zum Beispiel jetzt hier in Deutschland eher weniger bekannt ist. Das ist ganz interessant. Der hat, ich glaube, 4 Millionen Abonnenten oder so. Also, ist auch eines der größeren Ami-Influencern, ja.
Und muss trotzdem sagen, dass ich finde, dass seine Marke wirklich unglaublich gut ist. Also sehr durchgängig. Ich habe auch die Life is a Drag Palette. Die habe ich jetzt hier, das steckt jetzt drin. Aber ich finde, er hat zum Beispiel keine Holiday Collection rausgebracht, sondern er wollte halt das sehr Halloween-lastig lassen, also mit so einer Hand des Midas und so. Hat halt unglaublich, unglaublich schöne Packaging gemacht. Da heißen zum Beispiel die Shade Names Prue, Piper und Phoebe, Paige, Sabrina, Winifred, Sarah, Mary, Samantha, Kiki, Hermine, Bonnie, Marnie, Nancy und Fiona. Das sind praktisch alles Namen von Hexen. Die ist praktisch also gerade Phoebe, Piper, Prue und Paige kennt ihr praktisch von der Serie Charmed. Und ich muss einfach sagen, es ist ein wahnsinnig tolles Produkt. Ich habe schon auch einen Look damit geschminkt, Leute. Guck mal, voll geil ist es. Und ich muss sagen, es ist eine wahnsinnig schöne Palette. Also ich war so, so begeistert. Und ich habe für die statt 46 oder so nur 23 Euro bezahlt. Und ich muss sagen, das waren die besten 23 Euro, die ich je hätte praktisch investieren können. Ihr könnt auch einfach, ihr habt doch einfach dieses wahnsinnig schöne Packaging, was einfach so, so goals ist, wirklich. Also ihr könnt das wirklich in den Buchschrank stecken. Und es ist eine wahnsinnig tolle Palette. Also wie gesagt, ich bin hardcore geflasht von meinen Produkten, die ich gefunden habe, weil ich einfach finde, dass halt, man sollte sich halt mal ein bisschen trauen, was zu probieren. Ich muss sagen, für 23 Euro fand ich das erst. Ich habe erst gedacht, die haben sich vertippt und dann habe ich halt gesehen, nö, das geht tatsächlich und habe dann ganz, ganz schnell bestellt, weil ich dachte, vielleicht ist es ein Bug, so dass ich praktisch Glück hatte, 2 Monaten rausgekommen oder so. Das heißt, ich dachte, die ist gar nicht inkludiert. Aber scheinbar dann doch. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, noch Backup-Produkte und zwar der Modern Renaissance Intense Longwear Black Felt Eyeliner. Und zwar ist das dieser hier. Das ist auch der Eyeliner, den ich fast jeden Tag benutze. Also eigentlich jeden Tag, weil ich trage eigentlich meistens einen Wing. Das ist dieser hier. Der ist sowas von intensiv schwarz, Leute. So einfach zu benutzen und für jeden Anfänger. Spart euch Essence Liquid Link. Die haben wir zum Beispiel diese Pinsel. Die sind einfach schwerer zu benutzen, gerade für Leute, die jetzt wirklich nicht so geübt sind. Den könnt ihr halt ganz schmal auftragen. Wenn ihr zum Beispiel Lashes tragt, ist es immer ganz gut, hier diesen Rand praktisch zu übermalen. Und da könnt ihr wirklich ganz feine Linien, ganz fette Linien. Ich bin jetzt eher die, so eine normale Linie zieht, ja. Und ich kann euch sagen, es ist unglaublich gut, wie das aussieht. Und ich würde den jetzt immer wieder nachkaufen. Ich habe für einen nur 3,75 Euro bezahlt, bei 30% war das, war echt geschenkt. Und dann habe ich noch 3 Produkte. Und zwar, ich habe aus der Strawberry Collection, also ich habe wirklich jede Palette von Luna Beauty. Und ich kann euch sagen, die ist wirklich absolut geil. Also die Marke ist mega gut. Muss aber sagen, ihr wartet am besten, bis die Sales auf euch zukommen. Weil Luna Beauty, ich weiß nicht, ob das jetzt an Unbeliebtheit liegt oder so. Also er erlaubt wirklich bis zu 50% Rabatt auf seine Produkte. Das ist wirklich heftig viel. Natürlich, seine Gewinnmarge ist natürlich dann weniger. Ich habe die Strawberry Palette. Da zeige ich euch immer hier ein Bild. Dann die, ich glaube, Life is a Drag Palette. Die zeige ich euch auch hier. Und die Moonspell Palette. Und muss ich einfach sagen, die sind alle mega gut. Und ich habe jetzt aus den Kollektionen jeweils nochmal einen Liquid Lipstick mit. Ich glaube, dass ich sogar einen schon habe. Ich meine, beziehungsweise einen Liquid Lipstick schon mal getestet habe und die sind richtig gut. Und zwar ist es hier von Luna Beauty diese Farbe. Das ist aus der Strawberry Collection und zwar die Farbe Dream Cycle. Ich mag so Korallrot, natürlich jetzt im Winter jetzt eher weniger. Dafür habe ich mir diese Farbe geholt und zwar ist es die Farbe Witch Bitch. Das ist so ein, also wirklich ein wahnsinnig schön. Ich habe hier auch für euch Swatches. Das werde ich versuchen, mir anzugewöhnen, wenn ich Hauts mache, dass ich praktisch mir kleine Swatches zur Seite lege, weil ich selber mir die Hände sonst voll mache. Das sieht natürlich mega beschissen aus. Und auf jeden Fall, diese Lippenfarbe ist unglaublich gut. Formulierung ist so samtweich. Also, ich mag auch zum Beispiel von Laura Lee zum Beispiel die Produkte. Das ist ganz interessant. Laura Lee als Contentmacherin jetzt ehrlich gesagt nicht.
aber sie hat sehr gute Paletten und sie hat auch sehr, sehr gute Liquid Lipsticks. Ich habe ja beim Haul letztes Mal zum Beispiel die Huda Beauty Liquid Lipsticks. Die zum Beispiel, die sind halt für mich zum Beispiel ganz schwierig zu tragen, weil erstens mal mit dem Kind wird es dann eh schwierig, weil ihr könnt euer Kind weder küssen noch es einem nahe kommen lassen, weil es einfach dauernd kleben wird irgendwie hier, weil es ein Gloss hat. Und dieses glossige Finish gefällt mir jetzt nicht. Der Ofra zum Beispiel, der ist wirklich satinmatt, aber es ist jetzt, der ist jetzt auch nicht so hardcore kisseproof. Ihr seht ja hier zum Beispiel, ist ja auch noch ein bisschen Rückstand dann. Das ist jetzt kein Liquid Lipstick, der hardcore antrocknet, aber ist natürlich auch komfortabler zu tragen. Und Luna Beauty trocknet halt wirklich auch so semi-matt an, ist aber sehr transferproof. Also der ist wirklich super, der Liquid Lipstick. Der gefällt mir richtig gut. Und dann habe ich mir noch eine Farbe, die werde ich euch auch hier zeigen. Ein Dose of Colors, und zwar die zweite Farbe von dieser Minnie Maus Edition. Ich mochte den anderen total gerne. Ich habe die Farbe Irreplaceable und es ist so ein wunderschönes Rot gewesen. Also ich zeige, es ist wirklich mega rot. Und ich mag die Dose of Colors wahnsinnig gerne. Die sind auch nicht so hardcore futzmatt. Also das ist jetzt überhaupt nicht der Fall, weil die Hardcore-Matten sind jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsfavorite. Weil ich habe jetzt zum Beispiel von Jeffree Star, das ist wirklich die einzige Formulierung, ja, die ich wirklich so gut finde. Und LA Splash, die haben auch noch richtig gute, wo ich dieses trockene Gefühl einfach ertrage. Es gibt ja sonst wirklich Sachen, die ich jetzt überhaupt nicht abkann. Und da gehört zum Beispiel wirklich dazu, wenn es so trocken ist, dass ihr das Gefühl habt, eure Lippen pellen halt ab. Und das geht gar nicht, weil dann tut es einfach auch wahnsinnig weh. Und das ist halt jetzt eigentlich nicht so das, was ihr halt die ganze Zeit in der Fresse haben wollt. Und dann habe ich mir von Nabla Cosmetics. Und zwar Nabla, da habe ich glaube zwei oder drei Paletten und einiges Single-Lidschatten. Sehr, sehr, sehr gute Qualität. Das ist eine italienische Marke. Und da habe ich mir die Mini Coral bestellt. Und zwar diese hier. Ich mag mittlerweile nicht nur natürlich Drogerie-Make-up, sondern stehe wahnsinnig auf High-End. Das ist jetzt aber etwas, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht verleugne oder gar nicht schlimm finde, weil, wie gesagt, durch die viele Arbeit, die ich damals auch gemacht habe als Dauernachtwache, habt ihr natürlich auch besser verdient. Und somit habe ich halt einfach auch, naja, mir einen Bronzer mal gegönnt, der von Hourglass ist. Der kostet halt 50 Euro. Ich habe mir halt ehrlich gesagt gedacht, boah, das ist aber teuer, das ist teuer, das kann ich nicht. Und ich habe es dann gemacht und Leute, ich muss euch sagen, ich habe den jetzt über ein Jahr und ich hätte den jeden Tag benutzen können und trotz, dass er Hittepan hat, ich kann ihn jederzeit kaufen bei Douglas für 20%. Ich meine, ich fand jetzt Douglas ein bisschen frech, sage ich mal, zum Black Friday, weil nur 20% zu geben ist ein bisschen hart. Dann viele Preise davon wurden ja reduziert. Das heißt, dann gelten die Codes wieder nicht und so. Und das finde ich halt schon ein bisschen Konsumerverarsche, Konsumentenverarsche. Das mag ich halt gar nicht. Und ich mag diese kleinen handlichen Paletten. Ich habe hier auch wieder Swatches für euch. Und ich muss sagen, die Farben, die finde ich wirklich wunderschön. Es ist auch, sind die Farben I Got You, Red Shape, Anyway, Mandarin, Feelings und Coral Amber. Daraus lässt sich ein vollständig, also das ist für die Transition. Dann tragt ihr entweder das komplett auf und dann noch ein bisschen im Inner Corner was. Das ist hier so ein bisschen gepresstes Glitzer. Und ich muss sagen, das Format ist einfach wahnsinnig schön. Also ich weiß, dass ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut nutzen kann. Und ich liebe auf jeden Fall diese Produkte. Und auf jeden Fall zeige ich euch jetzt hier nach und nach Bilder meiner Colourpop-Bestellungen. Bei Colourpop habe ich von Soul Embody, das ist praktisch, also diese Marke von Colourpop, aber praktisch die Highlighter. Da gibt es wohl Highlighter, die sind wohl nahezu so groß, also haben dieses Format, also sind wirklich groß. Und das sollten eigentlich Body-Highlighter sein. Aber ich habe Reviews darüber gesehen, dass das wahnsinnig schöne, normale Gesichtshighlighter sind. Und dadurch, dass ich das ja ein bisschen großflächiger auftrage. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Highlighter, den ich so, so schön finde, weil er wet ist, dieser Venus-Highlighter von Luna Beauty. Und ich muss einfach sagen, ich habe dieses Mal bei Colourpop sehr, sehr viel bestellt. Also habe sehr gut also reingekackt mit Colourpop. Ich habe hier, das zeige ich euch, wie gesagt, Paletten gekauft. Die Birdie-Palette, sehr, sehr schönes, dunkles Violett, pinkes Color Scheme. Ich habe dieses Mal schon Geld ausgegeben, aber ich muss sagen, ihr solltet euch das gönnen.
Ja, ich werde bald Mama und ja, ich weiß, dass es halt natürlich eine große Umstellung sein wird, aber es ändert nicht an eurer Person. Also ich werde mindestens so ein Make-up auf die Latte kriegen. Also ich habe jetzt dafür eine Viertelstunde gebraucht. Wenn ihr geübt seid, seid ihr verdammt schnell in sowas. Ich bin mittlerweile verdammt schnell in sowas, weil ich habe auch Hunde. Ich habe auch Termine, wo ich dauernd hin muss. Ich muss teilweise mich schnell machen. Und ich kann euch sagen, ich glaube nicht, dass eine Mama, die trotz ihrer vollen Umfangsliebe, was sie geben kann, plus Essen, plus Stillen, plus Flasche machen, plus Liebkosen und so weiter, nicht die Zeit aufbringen kann, für sich ein paar Minuten sich rauszuholen. Gerade am Anfang sind die Babys so, so müde. Also sie schlafen ja auch wahnsinnig viel. Und umso fitter sie werden, natürlich umso weniger Zeit habt ihr. Aber ihr werdet umso fitter eure Babys sind, natürlich auch fitter mit ihnen werden. Ich denke, dass ich halt, wenn unser kleiner Sohn da ist, erstmal nicht so arg viel rausgehen kann, weil es einfach rotzekalt ist. In Stuttgart ist es rotzekalt, sage ich euch. Es ist wirklich arschekalt. Es ist dauernd irgendwie am. Wir waren neulich bei der Victoria Blush hier auf YouTube, waren wir in Pforzheim, waren wir zu Besuch. Übrigens, hier laufen immer noch Bilder, was ich mir gekauft habe. Und ich schreibe auch immer ein bisschen was dazu, was es ist. Ich muss halt echt sagen, also das ist einfach wahnsinnig kalt. Und ich weiß halt nicht, natürlich am Anfang, ich habe halt immer nur Neffen und Nichten gehabt, wo ich halt spazieren gegangen bin, auch als Babys. Ich habe aber noch keine Erfahrung mit eigenem Winterkind oder so. Meine beste Freundin hat selber ein Winterkind, der kam am 23. Januar zur Welt, der kleine Milan. Aber ich kann euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, inwieweit das Affekt macht auf eure, sag ich mal, Habits, um rauszugehen. Ich habe ja halt zwei Hunde, einmal den Nuki im Bett und einmal den Nuki, den Ila hier. Und das heißt, die beiden müssen auf jeden Fall Kaka und Pipi machen gehen. Und mein Mann wird bis zum 10. Januar bei uns sein. Das heißt, er hat dann Urlaub. Er ist dann praktisch die erste Zeit auch mit mir und kann mir auch ein bisschen Unterstützung bieten. Der Kleine hat sich ja gut rumgedreht. Also er liegt jetzt praktisch in Kopf- und Schädellage. Wie das natürlich sich jetzt entwickelt hat, wüsste ich jetzt auch diese Woche, weil ich jetzt am. Jetzt die Woche am 5., ist es der 5., kurz vor Nikolaus, genau, praktisch meinen Termin habe für den großen Ultraschall, um praktisch zu schauen, ob der Kleine auch immer noch in Schädellage geblieben ist. Ich hoffe das natürlich sehr, weil ich wünsche mir eigentlich schon eine anständig natürliche Geburt. Im Geburtsvorbereitungskurs haben leider sehr viele einen Kaiserschnitt bekommen. Nach ewig langem Probieren und Machen, dass es halt doch noch funktioniert. Das ist, finde ich, wahnsinnig frustrierend. Wir verstehen auch alle nicht, warum man diese Frauen so lange quälen muss, bis man halt irgendwie mal endlich eine Lösung bekommt, ja. Weil ich finde es schon hart, wenn jemand irgendwie, ich glaube, 2 Tage in den Wehen liegt und man immer noch nicht beschließt, dass man denn der Frauen halt hilft. Weil ich finde halt, die Kraft fehlt halt immer irgendwann dann irgendwann, um dass das den Kindern nach 2 Tagen der Wehentätigkeit nicht gut geht. Das ist für mich etwas, was vollkommen logisch ist, aber ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen kann, warum man dann einen so durchzwängen muss. Und deswegen hoffe ich, wie gesagt, dass der Kleine so geblieben ist. Ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass er so geblieben ist, weil ich habe jetzt auch nicht so hardcore. Also ich habe sehr viele Kindsbewegungen. Das ist echt schlimm. Also der Kleine macht mich echt wahnsinnig. Der hat also teilweise jetzt die letzten 2, 3 Nächte waren jetzt ganz gut. Oh, müde bin ich auch. Entschuldigt mich. Und ich sag mal so, ich habe die letzten 2, 3 Nächte zwar gut geschlafen, aber ich habe immer noch wahnsinnig mich erbrochen. Ich bin mittlerweile auch so ein bisschen laktoseintolerant. Ich muss laktosefreie Milch trinken, weil ansonsten geht gar nichts mehr bei uns. Dann kann ich gar nichts mehr essen, gar nichts. Jetzt ist Weihnachtsmarktzeit und das ist halt auch sehr schwierig, weil ihr könnt nicht alles da draußen. Da ist nicht viel Milch drin und das ist natürlich auch mega ätzend. Und wie gesagt, ich hoffe, wie gesagt, die Colourpop-Bestellung. Dann habe ich noch bei Nikia Joy bestellt. Und zwar, Nikia Joy ist eine wahnsinnig tolle YouTuberin. Und zwar, bei ihr kann ich mir immer zu 100% Tipps über Foundations geben, ob die bei ihr auf der Haut funktionieren oder nicht. Weil wir haben einen ganz, ganz ähnlichen Hauttyp. Und das bedeutet halt für uns, dass ich einfach mal mich hardcore darauf verlassen kann, dass halt, wenn die ölige Haut hat oder nicht. Und sie hat ein Velvet Finishing Powder rausgebracht und hatte auf ihrer Seite 30%. Und ich muss sagen, ich bestelle sehr gerne bei Influencern. Ich habe letztes Mal das nach Hause bekommen, ja. Ich weiß aber nicht, ob ich hier Steuern an der Türe gezahlt habe oder es abholen musste.
Es ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich die Highlighter-Palette. Die hat eine Illuminati, Illuminate, Highlighter-Palette, was auch immer, hat sie rausgebracht und ich war so, so neugierig. Dann hat sie noch rausgebracht, wie gesagt, das Velvet Finishing Powder und dazu gab es noch zwei Sponges und ich habe da, glaube ich, $60 für bezahlt oder so und habe gesagt, komm, statt 90, $97 war ich bei knapp 60 und da hast du noch einen Code benutzen können. Es war richtig geil, also es hat richtig, 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 richtig sich gelohnt. Und ich hoffe, wie gesagt, dass euch dieser Haul sehr, sehr gut gefallen hat. Wie gesagt, ich kann euch gerne nochmal separat den Colourpop-Haul zeigen, um zu zeigen, wie es jetzt mit, auch mit dem Zoll und so geklappt hat. Aber ich wollte jetzt meine Sachen auch auspacken, deswegen drehe ich jetzt mal auf jeden Fall was pünktlich ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich werde jetzt gucken, dass ich ein bisschen Content rauskacke fürs Wochenende, dass ich jetzt mich hinsetze und pack, drehe und drehe und drehe und drehe, damit ihr in regelmäßigen Abständen was bekommt. Es wird jetzt demnächst so Paletten-Favorites-Videos, Foundation-Favorites, Tools, also ich möchte auch euch Tools zeigen, Primer, Bronzer und vor allen Dingen Neutral-Paletten, Highlighter-Paletten und so. Ich möchte euch ein bisschen was zeigen. Auch zum Beispiel die Lieblings-Highlighter oder zum Beispiel auch so Sachen wie Eyeliner und sowas. Und ich glaube, da werden wir sehr viel Spaß haben. Und da kann ich auf jeden Fall sofort drehen, dass wenn der Kleine da ist, dass ich euch praktisch nicht im Stich lassen tue. Und vor allen Dingen, was sehr, sehr ausschweifen wird, wird praktisch die Lippenprodukte von mir, weil da werde ich halt zwar eine Sorte, also Menschen, also immer sagen, zum Beispiel Over Cosmetics, Liquid Lipsticks mag ich sehr und zwar diese und jene Farben. Und ich hoffe, dass ihr da Spaß dran habt und wir sehen uns auf jeden Fall in meinem nächsten Video wieder, meine Lieben. Macht's gut!